Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video unseres Seminars Reading Machines – Einführung in die Korpuslinguistik. Heute die erste Sitzung zum Thema Essen gehen, Referenz- und Spezialkorpora. Was es mit dieser Essen gehen-Metapher auf sich hat, werde ich später noch erläutern. Heute wird es jedenfalls ums DERECO gehen, das deutsche Referenzkorpus. Das haben wir vor. Ich rekapituliere kurz den Stoff der letzten Sitzung. Dann werde ich eben die Metapher des Essengehens hier auflösen. Ich werde das deutsche Referenzkorpus kurz vorstellen und dann die Analyseplattform Cosmos 2 vorführen. Sie können das dann entweder mitmachen, nachmachen, was ich Ihnen zeige, oder auch erstmal nur anschauen. Und Sie haben dann später noch Gelegenheit, mit es selber zu erproben. Ich habe mir dazu Übungen überlegt, die Sie auch im Padlet finden. In der vergangenen Sitzung haben wir die Unterscheidung zwischen Armchair-Linguists und Korpuslinguists kennengelernt. Also die Armchair-Linguists, die vor allem durch Nachdenken und auf Grundlage ihrer sprachlichen Kompetenz über die Methode der Introspektion zu linguistischen Erkenntnissen kommen. Eine wichtige und etablierte Methode, über die man sich gar nicht erheben soll, aber sie ist eben sehr unempirisch, wohingegen die Korpuslinguistik radikal empirisch ist und eben vor allem nachschaut, was denn tatsächlich im Sprachgebrauch so üblich und verbreitet ist. Die Korpuslinguistik haben wir mit Stefanovic ganz allgemein definiert als die Untersuchung sprachlicher Phänomene unter dem Aspekt ihrer bedingten Verteilungen in einem Korpus. Bedingte Verteilung, dass wir also versuchen, auch Erklärungsfaktoren für solche beobachtbaren Frequenzunterschiede zum Beispiel finden zu können, zum Beispiel Ort, Zeitpunkt, Textsorte und so weiter. Ein Korpus hatten wir definiert als eine zu wissenschaftlichen Zwecken angelegte, maschinenlesbar aufbereitete Sammlung von Äußerungen und Texten, wobei diesen Texten idealerweise Metadaten zugeordnet sind, dass genau solche bedingten Verteilungen, wie eben angesprochen, untersucht werden können. Und gegebenenfalls sind den Primärdaten auch noch Annotationen zugeordnet. Wir hatten von Part-of-Speech-Tagging und Lemmatisierung gesprochen. Wir hatten die Unterscheidung von Types und Tokens uns ins Gedächtnis gerufen und schließlich habe ich Ihnen noch ein paar technische Grundlagen gezeigt, wie wir aus HTML-Text, wo Metadaten häufig schon sauber ausgezeichnet sind, eben diese Metadaten auslesen können und wie wir das in einem sogenannten XML-Format repräsentieren, wo wir in verschiedenen Textregionen Metadaten, Primärdaten und Annotationen sauber getrennt sehen, sodass dann der Computer bei der maschinellen Analyse auch getrennt und ganz gezielt darauf zugreifen kann. Ja, wir werden, wie gesagt, weniger in diesem Kurs hier lernen, wie man solche XML-Dokumente erstellt. Aber Sie sollen es mal gesehen haben, damit Sie wissen, was der Computer im Hintergrund denn eigentlich so macht. Und damit, dann haben wir noch diese Übung gemacht. Ich hatte Sie gebeten, sich zu überlegen, ob das Web, World Wide Web, eigentlich als Korpus verwendet werden kann. Wir haben so ein paar Suchanfragen ausprobiert und haben gemerkt, man kommt tatsächlich auch zu gewissen Ergebnissen. Und das World Wide Web lässt sich gewissermaßen als Korpus beschreiben, eben weil es aus maschinenlesbaren, authentischen Texten und Äußerungen besteht. Allerdings, das große Problem dabei ist, und das unterscheidet das Web von Corpora im wissenschaftlichen Sinne, die Größe des World Wide Webs kann einfach nicht bestimmt werden. Das kann auch nicht vollständig und abschließend durchsucht werden, sodass wir zum Beispiel relative Häufigkeiten nicht wirklich angeben können. Ja, und deswegen ist es wichtig, auch auf wirklich sauber erstellte, sauber ausgezeichnete Korpora zurückzugreifen und solche Angaben wie der und das Wort kommt so und so häufig auf Google vor, ist keine wissenschaftlich valide Aussage. Ja, Gott sei Dank sind die Zeiten lange vorbei, dass man solche Äußerungen auch in wissenschaftlichen Aufsätzen lesen muss. Und es sind auch keine systematischen Metadatensätze verfügbar im World Wide Web und auch das ist bei Corpora anders. Da werden die Metadaten eben ganz systematisch nach bestimmten Kriterien und vollständig hinterlegt. Es gibt aber, darauf möchte ich hinweisen, bei Google ein sehr schönes Tool, was sich Ngram Viewer nennt, wo die Google Books Bestände
durchsuchbar sind, und zwar diachron. Das Schöne ist, dass hier eben dann sehr wohl relative Häufigkeiten angegeben werden. Sie sehen hier die Prozentzahlen und hier mal nur das Beispiel für fanatisch. Ich verweise hier auf das berühmte Buch LTI von Viktor Klemperer, der genau das beschrieben hat, dass zur Zeit des Nationalsozialismus das Wort fanatisch plötzlich viel häufiger verwendet wurde als zuvor. Und diese Beobachtung, die ja Viktor Klemperer nur auf Grundlage von anekdotischen Beobachtungen treffen konnte, lässt sich also aus heutiger Sicht mit computergestützten Methoden auch tatsächlich verifizieren. Ja, probieren Sie es mal aus, Engram Viewer, wirklich tolles Tool. Und damit zum eigentlichen Thema, essen gehen oder selber kochen. Das ist eine Metapher, die ich von Lemnitzer Zinsmeister übernehme. Wenn Sie beschließen, nicht selber zu kochen, sondern essen zu gehen, dann sparen Sie Zeit, ja, und Sie können auch Dinge probieren, die Sie selbst nicht oder zumindest nicht in dieser Qualität kochen könnten. Allerdings, wenn Sie essen gehen, sind Sie eben darauf beschränkt, das essen zu können, was überhaupt nur auf der Speisekarte steht. Und wir können das genauso natürlich auch auf die Verwendung bestehender Corpora anwenden. Es spart Zeit, weil Sie sich nicht die Mühe machen müssen, selber erst Texte zusammenzustellen. Sie können möglicherweise auch Texte durchsuchen, auf die Sie selber eigentlich gar keinen Zugriff haben oder die Sie gar nicht in dieser Qualität oder in diesem Umfang aufbereiten könnten. Allerdings sind Sie dann eben auch auf das beschränkt, was zum Beispiel das IDS Mannheim Ihnen anbietet. Ja, deswegen ist es natürlich wichtig, auch selber kochen zu können. Das werden wir im zweiten Teil des Kurses machen, aber zunächst wollen wir eben mal essen gehen. Und es gibt sozusagen zwei verschiedene Restauranttypen in der gastronomischen Landschaft der Korpuslinguistik. Es gibt Referenzkorpora, die versuchen, eine Sprache möglichst repräsentativ zu dokumentieren, was natürlich auch immer nur Näherungswerte sein können und nur bei toten Sprachen überhaupt nur theoretisch möglich wäre. Aber tatsächlich gibt es für viele, viele Sprachen dieser Welt solche Referenzkorpusprojekte, wo verschiedene Textsorten aus verschiedenen Zeiträumen und so weiter erfasst werden, dass man zumindest stichprobenhaft ein komplettes Bild von einer Sprache wie dem Deutschen, dem Englischen, dem Französischen und so weiter bekommt. Und dann gibt es aber noch Spezialkorpora, die einen möglicherweise sehr, sehr eng umgrenzten Sprachausschnitt zu erfassen versuchen, allerdings dann eben diesen Sprachausschnitt möglichst repräsentativ abbilden. Ich selber habe ein solches Spezialkorpus erstellt oder bin dabei, solche Spezialkorpora zu erstellen, meine Korpora zur Fußballlinguistik, wo der Anspruch ist, die Sprache der internetbasierten Fußballberichterstattung, ja, sehr enges Feld, aber das soll repräsentativ abgebildet werden, wo ich Live-Ticker, Spielberichte, Taktikanalysen von verschiedenen Medienanbietern in verschiedenen Sprachen erfasse. Wir werden auch mit dieser Ressource arbeiten hier im Kurs. Aber heute soll es eben gehen um ein berühmtes Referenzkorpus des Deutschen, das sogenannte DERECO, was vom Mannheimer Institut für Deutsche Sprache entwickelt und angeboten wird, mit derzeit knapp 47 Milliarden laufenden Wörtern, mit Abstand die größte Sammlung, wissenschaftliche Sammlung des geschriebenen Deutsch, mit einem besonderen Fokus auf Gegenwartssprache. Nur nochmals zur Dimensionierung, ein durchschnittlicher Roman hat ungefähr 100.000 Wörter. Ja, also hier können Sie sich jetzt mal kurz überschlagen, kurz mal ausrechnen, wie viel Text hier hinterlegt ist. Es sind verschiedenste Textsorten, von Grimms Märchen über Plenarprotokolle bis hin zur Wikipedia-Diskussion, allerdings mit einem großen, großen Schwerpunkt auf Pressetexten. Das muss man wissen, wenn man mit dieser Ressource arbeitet, dass es ein ganz klares Übergewicht von Pressetexten gibt, aber das ist natürlich auch eine interessante Textsorte. Das Tolle ist nun, dass es eine internetbasierte Plattform gibt, Cosmas 2, über die wir auf das DERECO zugreifen können, und es ermöglicht uns sehr komplexe Korpusabfragen und auch statistische Auswertungen. Und dazu hatte ich Sie ja gebeten, sich zu registrieren. Wenn Sie Cosmas aufrufen, können Sie hier die Applikation starten und können sich dann einloggen. Ich mache das mal. So, und dann finden Sie nach diesem Hinweisfenster hier diese erste Maske.
Das deutsche Referenzkorpus ist nochmal untergliedert in verschiedene Archive. Müssen Sie sich wie in der Bibliothek vorstellen, gewissermaßen verschiedene Abteilungen. Und in diesen Archiven finden wir dann nochmals einzelne Korpora. Wir rufen mal hier das Archiv W der geschriebenen Sprache auf. Und hier finden wir nun die Möglichkeit, einfach alle Korpora auszuwählen oder auch Einzelkorpora. Wir überfliegen es nur mal kurz, was wir hier alles finden. Goethes Werke, Fußball-Live-Ticker, ja, das sind die Korpora, die ich hier beigesteuert habe. Hier eine einzelne Zeitung, Hamburger Morgenpost. Wir finden dann aber eben auch hier die Plenarprotokolle von Bundestag und den Landtagen in Deutschland. Also verschiedenste Sachen. Und wir hätten auch die Möglichkeit, wie gesagt, alles auszuwählen. Wenn man alles auswählt, hat man auch die Wikipedia drin, die riesige, riesige Wikipedia mit allen Diskussionen auch, die häufig die Ergebnisse ein bisschen verzerren können, weswegen es diese interessante Möglichkeit gibt, Neuakquisitionen ohne Wikipedia. Okay, wir gehen aber mal als Beispiel mal zur Süddeutschen Zeitung und rufen die mal auf und dann landen wir hier bei dieser Eingabemaske. Und hier können wir jetzt suchen. Und die simpelste Methode wäre einfach mal ein Wort einzugeben. Ich finde zum Beispiel das Wort fulminant sehr schön. Und wir suchen jetzt mal. Jetzt gibt es immer einen Zwischenschritt, dass wir hier eine Liste finden mit Wortformen. Wir klappen das auf und sehen, wir finden die Großschreibung und die Kleinschreibung. Und hier können wir an- und abwählen, aber wir lassen mal beides aktiviert. Und suchen und finden dann 674 Ergebnisse. Was wir jetzt hier sehen, ist zunächst mal die Ansicht nach Quellen, da wir hier nur eine Quelle haben, hier nur eine Zeile. In anderen Corpora sehen wir dann, dass es sich über unterschiedliche Quellen verteilt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier auf das Plus zu klicken und bekommen dann eine sogenannte Quick-Ansicht. Das sehen Sie hier oben. Quick bedeutet Keywords in Kontext. Das heißt, unser Keyword, unser Suchbegriff, wird uns mit so ein bisschen Kontext links und rechts, nicht viel, aber so, dass man immerhin einen Eindruck bekommt von der kontextualen Einbettung angezeigt. Was wir hier sehen, ist auch die sogenannte Konkordanzansicht. Konkordanz ist ein Begriff aus der Bibelwissenschaft. Konkordanzen sind Bücher, die alle Vorkommen, alle Textstellen von bestimmten Ausdrücken verzeichnen, so eine Art Register. Und diese Konkordanzen hat man früher manuell gemacht und inzwischen aber natürlich elektronisch. Und in so einer Konkordanzansicht, auf Englisch dann die Keywords in Kontext. Wir haben auch die Möglichkeit, uns das Ganze mit ein bisschen mehr Kontext anzuzeigen, hier über Volltext. Und können dann jetzt auch hier sehen, in der Süddeutschen Zeitung, an dem und dem Datum, wie heißt der Artikel, eine eindeutige Korpussiegle und hier sehen wir dann jetzt hier die einzelnen Treffer. Okay, wir schließen das wieder. Es gibt eine interessante Möglichkeit, dass wir hier in dieser Ergebnisansicht, also wir haben hier die Quick- und Volltext auch, dass wir hier eine andere Ansicht uns auswählen lassen. Ja, wir können jetzt hier schauen nach verschiedenen Jahren zum Beispiel, klicken mal drauf, ja, und können dann jetzt hier auch noch einzeln sortieren, mal sortiert nach Treffern, in welchem Jahr gab es die meisten Treffer. Im Jahr 2013. Ja. Interessant ist aber nun, darum, das möchte ich hier gerne zeigen, die Ansicht nach Themen. Es ist nämlich so, dass jeder Text in Derico eine automatisierte Themenannotation durchläuft. Auf Grundlage von Worthäufigkeiten wird hier automatisiert erkannt, aus welchem thematischen Bereich der Text vermutlich stammt. Und das ist ganz interessant, wenn man jetzt schaut, in welchen Themen kommt das Wort fulminant vor. Wir sortieren auch mal wieder nach Treffern
und finden dann, es ist offenbar verbreitet in der Kultur, in der Musik. Ja? Wir schauen uns mal hier die ein paar Belege an. Es geht um die Opernbühne, die fulminant freche Inszenierung, fulminant musiziert. Ja, also Konzertkritik, da scheint es verbreitet zu sein. Allerdings auch hier im Fußball. Ja? Fulminant harmoniert, was nun fulminant widerlegt ist, fulminant losgestürmt und so weiter. Eine Sache möchte ich hier zeigen, das haben Sie vielleicht, wenn Sie es ausprobieren, nicht automatisch aktiviert, die relativen Häufigkeiten. Das kann wichtig sein, gerade wenn wir verschiedene Quellen miteinander vergleichen. Zum Beispiel können wir ja das gesamte Archiv der gesprochenen Sprache durchsuchen und finden dann Mannheimer Morgen, Hamburger Morgenpost, Süddeutsche Zeitung und so weiter. Da gehen jeweils unterschiedlich große Textmengen ein. Und wenn wir jetzt die These haben, dass in Boulevardzeitungen das Wort fulminant seltener vorkommt als in Qualitätszeitungen, dann müssen wir relative Häufigkeiten ausrechnen. Ja? Es also matchen auf die jeweils eingegangene Textmenge aus diesen Quellen. Das können wir machen, indem wir hier oben über Optionen bei Ergebnispräsentation relative Häufigkeiten anklicken. Wenn Sie das noch nicht gemacht haben, würde ich Ihnen empfehlen, das einmal einzustellen und das bleibt Ihnen dann grundlegend als Einstellung erhalten. Ja? Das heißt hier die relative Häufigkeit, wenn wir es danach sortieren, ist hier, gut, das ist vielleicht nicht so außerkräftig mit nur einem Treffer, aber dann hier Musik, Kultur, Mode, Film und dann kommt Sport, Tennis. Ja? Also im Tennis verwendet, in der Tennisberichterstattung verwendet die Süddeutsche Zeitung das Wort fulminant besonders häufig. Okay, wir haben jetzt nur nach dem Wort fulminant gesucht, also in genau dieser Form. Es gibt eine interessante Möglichkeit, dass wir auch flektierte Formen suchen, indem wir hier ein und vorne dran setzen. Wir suchen mal danach und jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen einleuchtender, warum es diese Wortform-Auswahlmöglichkeit gibt. Wenn wir das jetzt mal anklicken, dann sehen wir hier, dass wir hier auch zum Beispiel hier den Komparativ finden, fulminantere, fulminanteste Superlativ. Da können wir jetzt, wie wir wollen, an- und abwählen. Das machen wir jetzt aber an der Stelle nicht. Wir übernehmen mal alles und suchen jetzt mal danach. Wir haben jetzt wesentlich mehr Treffer. Na, das ist noch offen. Wir schauen uns mal hier die Quickliste an, ja, und sehen jetzt mehr. Wenn wir es jetzt nach den Ergebnissen, nach den Ergebnissen nochmal nach Themen durchsuchen. Relative Häufigkeit. Ne? Dann sehen wir jetzt hier noch ein bisschen andere Werte. Jetzt ist der Radsport hier plötzlich ganz oben vertreten. Ja? Es ist ein relativ kleines Korpus, wenn wir nur die Süddeutsche Zeitung hernehmen, dass diese Ergebnisse nicht so belastbar sind. Sie können es ja selber beim Nachmachen auch mal mit größeren Korpusmengen versuchen. Was ich noch zeigen möchte, wir haben die Möglichkeit, Kookurrenzanalysen durchzuführen. Was sind Kookurrenzen, manchmal auch Kollokationen genannt? Das sind Wörter, die im Kontext unseres Suchausdrucks häufig auftreten. Und die Kokurrenzanalyse, wie sie implementiert ist bei Cosmos 2, ist wirklich einzigartig. Es gibt hier unterschiedlichste Möglichkeiten, hier noch Feineinstellungen vorzunehmen. Das kann man gar nicht allgemein sagen, was hier ideal ist. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Ich nehme jetzt mal hier ohne die Lemmatisierung. Wir schauen mal, was rauskommt. So, jetzt finden wir hier Wörter, die häufig im Kontext von fulminant vorkommen. Eine fulminante Rede, ein fulminanter Auftritt.
ein fulminanter Auftakt, ein fulminantes Debüt, ein fulminanter Wahlsieg und so weiter und so fort. Und wir finden hier auch so typische syntagmatische Muster. Und das ist das Tolle an diesem Tool, dass es hier einem so häufige Formulierungen auch ausgibt. Und dann sieht man auch, also mit auch hier Alternativen, dass man einen fulminanten XY hinlegt und so weiter. Ja? Und wir können, wenn wir möchten, uns dann auch hier immer über das Plus auch die Belege anzeigen lassen. Fulminante Rede. Tolle Sache. Nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Kollokationsanalysen und Kohärenzanalysen funktionieren so, dass jeweils 5 Wörter links und 5 Wörter rechts in diesem Fall herausgeschnitten werden und es wird dann ausgezählt, welche Wörter in diesem herausgeschnittenen Bereich vorkommen und diese Häufigkeiten werden verrechnet mit den Häufigkeiten im Gesamtkorpus und was signifikant häufiger in diesem herausgeschnittenen Bereich vorkommt, sind also Wörter, die die Tendenz haben, gemeinsam mit fulminant vorzukommen. Und hier finden wir einen ganz guten Einblick über das semantische Profil eines Ausdrucks. Ja, und jetzt ist es interessant, zum Beispiel Kokurrenzen zu vergleichen, dass wir entweder die Kokurrenzen zu dem gleichen Suchausdruck in verschiedenen Corpora vergleichen, also wird fulminant in Boulevardzeitungen anders verwendet als in seriösen Zeitungen, verändert sich es über die Zeit, wir können Zeiträume bestimmen oder auch zwei vermeintlich synonyme Wörter miteinander vergleichen. Ja, zum Beispiel sowas wie Flüchtling oder Geflüchtete. Was sind jeweils die unterschiedlichen Kokurrenzen zu diesen konkurrierenden Bezeichnungen? Ja, so kann man also auch politolinguistische Fragestellungen ganz schön bearbeiten mit diesem Tool. Gut, die Suchmöglichkeiten und die Suchsyntax sind nahezu unbegrenzt. Generell möchte ich Ihnen empfehlen, sich mal hier umzuschauen. Hier gibt es Beispiele, die Sie sich anzeigen lassen können und um ein Gefühl zu kriegen, was mit Cosmos 2 möglich ist, empfehle ich Ihnen, sich einfach hier mal durchzuklicken. Es ist auch hier in dieser Suchseite alles genau erklärt. Es ist wirklich sehr, sehr komplex, wenn Sie bis in die Feinheiten gehen wollen. Also ich bin auch noch längst nicht am Ende in meinen Cosmos 2-Fähigkeiten. Man entdeckt doch immer wieder neue Möglichkeiten. Ich möchte aber noch so ein paar Dinge vorführen, zum Beispiel das Arbeiten mit Operatoren. Operatoren sind solche Ausdrücke wie not oder and und or, also logische Operatoren, wo Sie bei Mehrwortanfragen noch genauere Feinjustierungen vornehmen können. Um es mal fortzuführen, Sie kennen ja die Redewendung in einen sauren Apfel beißen und wir suchen jetzt mal nach sauer Apfel und beißen. So. Dann finden wir 104 Treffer. Ja, und wir finden jetzt immer nur sauren Apfel beißen, sauren Apfel gebissen und so weiter. Und jetzt ist die Frage, das ist eine Frage, die aus Sicht der Phrasologie interessant ist, braucht es eigentlich das Wort beißen, damit die Redewendung saure Apfel funktioniert? Also klar, in den sauren Apfel, da kommt irgendwie beißen, aber bleibt die idiomatische Bedeutung auch erhalten, wenn das Wort beißen fehlt? Wir können jetzt tatsächlich suchen nach Belegen mit in sauren Apfel, aber beißen darf dann nicht folgen. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Wir finden 23 Treffer. Ja, und dann finden wir sowas hier. Lieber ein saurer Apfel als ein schwarzer Sheriff. Ja, auf Weihnachtsmarkt verteilten die Protestler saure Äpfel auf Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Dass der saure Apfel SEPA für Firmen mit der Zeit
immer süßer wird. Das sind Beispiele für Belege oder sind Belege dafür, dass hier für ihn ein saurer Apfel. Hier scheint schon die metaphorische oder idiomatische Bedeutung aktiviert zu werden, ohne dass das Wort beißen unbedingt mit dazu formuliert werden muss. Also da lassen sich interessante Dinge machen und wir können, wie gesagt, auch mit and oder or, ja, wir können zum Beispiel Apfel or, ja, jetzt finden wir sowohl Belege mit Äpfeln als auch Belege mit Birnen. Weiter möchte ich Ihnen zeigen, dass Sie die Möglichkeit haben, Trunkierungen vorzunehmen. Trunkierungen ermöglichen es uns auch, nach Komposita zu suchen. Zum Beispiel nehmen wir mal das hier, Mords, also eine Mordsstimmung, Mordsgranate. Gucken wir doch mal, was in der Süddeutschen Zeitung für Formulierungen, für Wörter mit dieser Vorsilbe Mords eigentlich gebräuchlich sind. Wir können jetzt hier uns das mal aufrufen und sehen die ganzen Wortformen, auch schon hier die Häufigkeiten, kriegt man schon einen ersten Eindruck. Es lässt sich aber nicht gut sortieren, deswegen hier jetzt erstmal die Ergebnisse. Und jetzt möchte ich Ihnen was zeigen. Also nächstes Mal können wir hier, wenn wir wollen, die Quickliste aufrufen. Ja, dann sehen wir sowas wie Mordserie. Ja, Mordserie fällt mir auf, ist eigentlich gar nicht das, was wir suchen wollen. Genauso sowas wie, was haben wir noch, was nicht passt? Mordsache vielleicht auch nicht. Mordstelle. Also hier müssten wir nochmals nachjustieren. Wir können jetzt erstmal so vorgehen, dass wir sagen, not Mordserie, machen wir not Mordserie, or Mordsache, so. Jetzt finden wir 1225 Treffer und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, dass Sie hier über die bei der Ergebnis können Sie hier nach Worttypes. Na, Sie erinnern sich Types und Tokens. Jetzt geht es also um verschiedene Wörter. Groß- und Kleinschreibung ist gut, können wir so nehmen und können das jetzt nach Treffern sortieren. Ja, und finden jetzt Mordspaß, Mordsmäßig, Mordsgaudi, Mordslust, Mordstrum, Mordsschützen, Mordsschützen, Mordshunger, Mordskerl, Mordswut, Mordsaufwand. Ja, das sind ja die Dinge, die uns interessieren. Und hier haben wir eben dann auch die Möglichkeit, das hatte ich Ihnen ja gebeten, sich das selber mal zu erschließen. Wir gehen jetzt rein in das Archiv der geschriebenen Sprache, in das Corpus Wiki WDD, wo haben wir es? WDD. ITIS. Die Ergebnisse und auch hier wieder nach Worttypes. Referenzitis. Hier ist eines dieser Worte Apostrophitis, Newstickeritis, genau diese Wortbildungen, die Eva Gredel in ihrem Aufsatz beschrieben hat. Eine letzte Sache, die ich zeigen möchte, vielleicht noch ein bisschen zur Architektur hier, genau. Wir können, ach ja genau, ich habe es gerade falsch gemacht, das Archiv, worum es eigentlich gehen sollte, war das Archiv WP und dann hier dieses Korpus. Gut, aber im Archiv der geschriebenen Sprache ist, wie gesagt, sehr viel Verschiedenes drin. Im Archiv
B2 bis W4 ist das Interessante, dass hier nur Pressetexte drin sind. Weil hier ist auch Chefkoch drin, aber gehen wir mal hier ins W3. Hier ist definitiv nur, Tageszeitungen. Ja, hier hat man also eine gewisse Einheitlichkeit der Textsorte, was manchmal ganz hilfreich sein kann. Und die letzte Sache, die ich Ihnen zeigen möchte, sind die Abstandsoperatoren. Wir können, wenn wir Wortverbindungen suchen, genau eine Sache, die ich vergessen habe, Sie müssen unbedingt gucken, dass Sie hier unten Abstand plus W1 eingestellt haben. Wenn Sie nach sauren Apfel suchen und Sie hätten das hier, dann wird er Texte suchen, wo entweder sauren oder Apfel vorkommt. Hingegen brauchen wir diese Einstellung, dass er dann das hier automatisch hinzufügt. Das ist ein Abstandsoperator, das heißt im Abstand von genau einem Wort und zwar in genau dieser Reihenfolge, das bedeutet das Plus. Wir können das jetzt variieren. Das kann man am besten zeigen, indem man es vorführt. Tag, jetzt findet er Sätze, in denen oder Belege, in denen Tag und dann im Abstand von bis zu 4 Wörtern das Wörtchen Nacht. Jetzt können Sie sich mal überlegen, was da wohl rauskommt. Es sind sehr viele Texte. Na, jetzt müssen sehr, sehr viele Texte durchsucht werden, deswegen kann das eine Weile dauern. Jetzt findet er vor allem Tag und Nacht. Damit haben Sie vielleicht schon gerechnet. Und wir können jetzt sagen, wir möchten aber gerade diese Formulierung eigentlich nicht. Ja? Sondern wir möchten, wo Tag und Nacht vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand dazwischen vorkommt. Und das können wir zum Beispiel so machen, indem wir sagen, es müssen mindestens 3 Wörter und höchstens 8 Wörter sein. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Jetzt sucht er wieder eine ganze Weile. Aber wir haben Gott sei Dank eine Fortschrittsanzeige. 90% so. Und jetzt haben wir hier schon am Tag bzw. in der Nacht, ging der Tag in die Nacht über. Das sind die Belege, die wir suchen. Wir können auch auf Satzebene, also W steht für Wort. Wir haben auch mit S die Möglichkeit, nach Satzoperatoren zu suchen. Das hier würde bedeuten, im gleichen Satz, also in Abstand von 0 Sätzen, was gleichbedeutend ist mit im gleichen Satz. Jetzt sucht er wieder eine Weile. Ich muss gleich mal das Korpus wechseln, das dauert ja alles zu lange. Ja. Jetzt finden wir auch sowas wie Nacht, Tag, also die Reihenfolge ist egal. Wenn wir uns nochmal diesen Abstandsoperator anschauen, jetzt einfach nur Schrägstrich und dann eben im gleichen Satz. Wenn wir noch ein Plus hinzufügen würden, aber ich mache das jetzt mal so, dass ich jetzt mal nur, nehme ich mal die Kölnische Rundschau. Jetzt findet er es in exakt dieser Reihenfolge.
Und wir können das aber auch umdrehen, indem wir hier ein Minus draus machen. Dann ist es genau umgekehrt. Nacht muss vor Tag kommen. Und wir haben schon die Vermutung, das sind wesentlich weniger Treffer. Und tatsächlich, ja, hier ist dann vor allem die Nacht zum Tag machen. Das also erste Einblicke in die Recherchemöglichkeiten. Wie gesagt, sie sind noch um ein viel, vielfaches, also es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten, die es bietet. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist die Möglichkeit zum Export. Wir können nur die Quick-Ansicht, aber auch Volltexte, wobei es immer beschränkt ist auf Kontexte von maximal 3 Absätzen. Also es ist leider nicht möglich, die ganzen wirklich Texte vom ersten bis zum letzten Wort runterzuladen. Aus Urheberrechtsgründen ist das nicht möglich. Aber wir können auch Konkurrenzanalysen und so weiter alles exportieren und damit dann auch mit anderen Tools weiterarbeiten. Das führt uns jetzt aber an der Stelle zu weit, aber ich werde noch ein Video empfehlen, in dem ich zeige, wie man mit dem Export von Daten dann genau arbeiten kann. Ich schreibe Ihnen auf einem Arbeitsblatt die ganzen Suchanfragen, die ich hier vorgeführt habe, nochmal auf und werde noch andere Übungen mir ausdenken, die es Ihnen ermöglichen sollen, selber ein Gefühl zu bekommen für Cosmos. Arbeiten Sie damit, finden Sie sich rein, gewinnen Sie eine gewisse Sicherheit, erkunden Sie die Möglichkeiten der Suchanfragen. Viel Spaß dabei und tschüss.